Moin meine Seekraut-Freunde, willkommen zurück auf dem Seekraut-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und willkommen zu dieser Flaschenpost, die wieder voll geproppt ist mit Informationen. Ihr seht schon rechts, fangen wir direkt an, bevor wir hier groß Zeit verlieren. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her, am 23.01. gab es die Gewinnermitteilung, also die Gewinnertarnung, welche die Stalingrad-Tarnung hier quasi enthält, nicht die Stalingrad, die Leningrad-Tarnung, so viel Grads, wie es inzwischen im Spiel gibt, also die Leningrad-Tarnung, die gewonnen hat. Mit 9012 Stimmen hat hier Stalinum Siegebreaker gewonnen, sozusagen, das, so nennt sich dann diese Tarnung, über Ghost vom North American Server. Hat das geschafft, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite und ja, das wird dann demnächst ins Spiel Einzug halten. Außerdem gibt es diese Tarnung dann auch für die Mints, soweit ich das jetzt hier verstehe. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ein Wettbewerb. Und zwar Aufhebung der Belagerung von Leningrad. Da geht es drum. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann müsst ihr hier auf der World of Warships Portal gehen und dann euch einloggen hier oben rechts und dann hier auf Teilnehmen klicken und dann nehmt ihr teil. Ihr bekommt eine Bestätigung in-game, indem ihr eine einzige Sierra Mike-Flagge in eurem Account gutgeschrieben bekommt. Und dann wisst ihr, alles klar, das Spiel hat verstanden, dass ich mitmachen möchte. Wann gilt das alles? Vom 25. Januar 6 Uhr bis 28. Januar 5.59 Uhr. Die Preise werden dann am 30. Januar, also nächste Woche Mittwoch, ausgeschüttet. Es gibt verschiedene Kategorien. Und zwar in den PvP-Zufallsgefechten 18 Stück und in den Koop-Gefechten 6 Kategorien. Es geht darum, dass ihr möglichst viele Base-XP aus den ersten 5 gewonnenen Gefechten für die jeweilige Kategorie zusammenfahrt. Wichtig ist, ihr seid nicht in Divisionen unterwegs, weil dann werden eure Gefechte nicht gewertet. Ihr müsst Singleplayer unterwegs sein. Und das Ziel muss es sein, unter die Top 100 zu kommen oder sogar Erster in einer der Gruppen. Und zu den Belohnungen kommen wir gleich. Wenn ihr euch für Koop entscheidet, könnt ihr da zum Beispiel mit der Leningrad, mit der Minsk, mit der Kirov, mit der Gnevni, mit der Aurora oder mit der Oktoberrevolution tun. Wie gesagt, rein ins Gefecht, 5 Gefechte gewinnen und dann wird eure Durchschnitts-XP zusammengerechnet und damit werdet ihr dann eintarifiert in der Tabelle. Das ist bei Koop so und bei den PvP-Gefechten ist es eben so, dass ihr Nationen unabhängig halt mit 10er Schlachtschiffen, 9er, 8er, 7er, 6er und 5er Schlachtschiffe unterwegs sein könnt und dasselbe bei Zerstörern und Kreuzern. Ja, und auch da, es zählen nur gewonnene Gefechte, nicht verlorene Gefechte. Und wie gesagt, auch da die ersten 5, dann gibt es den Durchschnittserfahrungswert und gut ist die NC-Schichte. Was ist der garantierte Preis? Der Kampfauftrag Aufhebung der Belagerung von Leningrad Teil 1 gewährt garantierte Preise. Jeder Teilnehmer kann diesen Auftrag bis zu 3-mal abschließen und alle 5 Siege in PvP-Gefechten oder Koop-Gefechten sofort einen zufälligen täglichen Container erhalten. Das heißt, der garantierte Preis, egal ob ihr hier unter den Top 100 seid oder nicht, ist, ihr gewinnt 5-mal in Zufalls- oder Koop-Gefechten und das könnt ihr bis zu 3-mal machen. Also wenn ihr 15-mal gewinnt, bekommt ihr 3-mal zusätzlich einen täglichen Container. Das heißt, tägliche Container können ja sein Signalflaggen, Würfelcontainer, Ressourcencontainer, alles sowas ist eben möglich. Das sind dann die täglichen Container, die ihr durch Zufall eben erhaltet. Ne? Einfach nur durch Mitmachen und 5-mal am Tag gewinnen. Wenn ihr 5 Siege zusammen habt, gibt es den ersten. Wenn ihr 10 Siege zusammen habt, gibt es den nächsten. Das läuft völlig unabhängig von der Masse der XP, die ihr hier zusammenfahrt. So, dann geht's weiter. Der Hauptpreis. Der Hauptpreis ist für diejenigen, die in die Top 100 einer Gruppe kommen. Also ihr seid jetzt bei Schlachtschiffen T5 in die Top 100 gekommen, erhaltet ihr dafür einen Oktober-Revolutions-Container, welcher enthalten kann 5000 Free-XP, 1 Tag Premium-Spielzeit, 250 Dublonen oder 2500 Dublonen. Also diese 4 Dinger können da drin sein. Und der erste dieser Gruppe, also ich nehme jetzt als Beispiel weiterhin Schlachtschiff Tierstufe 5, davon der allererste, der die meiste durchschnittliche XP erfahren hat, erhält die Leningrad geschenkt oder wenn er das Schiff schon hat, für die Dublonen in Höhe des Preises. Ja? Dann gibt es noch Zufallspreise. Für den Fall, dass ihr es nicht geschafft habt und einfach nur ein bisschen glücklich seid sozusagen, dann könnt ihr am Tag nach dem Wettbewerb, während von allen 4 EUs, 4 Servern, EU, North America, GUS-Staaten und Australien und was nennt sich das da? Im südlichen Bereich von Asien, Indonesien und Co. Ja, mit Spielern, die 10 oder mehr Gefechte haben,
nach dem Zufallsprinzip werden die dann auch ausgewählt und können dann auch eine Leningrad bekommen. Aber 75 Spieler weltweit sozusagen. Also die Chance ist doch recht gering, dass gerade ihr das dann seid, die da durch Zufall gewinnen. Auch da gilt, wer das Schiff schon hat, kriegt diese Sache in Dublonen ausgezahlt. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt das einigermaßen vernünftig darstellen. Nächste Sache ist, und nicht zu verwechseln mit dem Wettbewerb, ist nämlich Tag der Aufhebung der Belagerung von Leningrad. Das ist nämlich ein anderer Auftrag, also nicht verwechseln. Ist sehr, sehr ähnlich der Name, ja, Wargaming-like, aber der funktioniert anders. Und zwar startet der auch heute am 25. Januar um 6 Uhr und endet am 1. Februar 6 Uhr, also nächste Woche Freitag. 7 Tage habt ihr quasi Zeit. Und zwar ist das ein Auftragsmarathon. Und zwar muss man zwischen dem 25. und dem 1. Februar 10 von 14 verfügbaren Auftragsreihen an täglichen Herausforderungen abschließen, um eine permanente Tarnung für den Zerstörer Minsk sowie eine Andenkenflagge zu bekommen. Und um dann die Andenkenflagge zu bekommen, muss man sich innerhalb von 3 Monaten nach Erscheinen des Updates 080 noch einmal im Spiel angemeldet haben. Heißt, die erste Aufgabe, die ihr ja auch wiederholen könnt, 5 Mal pro Tag, spielt ein Gefecht, bekommt 100% Free XP, erforderlich sowjetische Schiffe Tierstufe 5 bis 10. Unternehmen, Zufall, Koop und gewertet. Und die zweite Möglichkeit ist Aufhebung der Belagerung. Erhaltet in Gefechten jeweils 5 Bänder von in Brand gesteckt oder Treffer an der Zitadelle, also das schwarze Band. Und als Belohnung kriegt ihr 10x Sierra Mike, auch da sowjetische Schiffe T5 bis T10. Und auch in Unternehmen, Zufall, Koop und gewerteten Gefechten. Hier geht es nochmal um den Wettbewerb, den ich euch eben schon vorgestellt habe. Nächster Punkt. Mietschiffe. Ja, was sind denn Mietschiffe? Das war doch irgendwas mit den Clan-Gefechten, wo ihr dann T8 oder T10 Schiffe mieten konntet. Nein, es gibt jetzt was Neues. Und das Neue ist, dass Wargaming im Premium Store euch die Le Terrible zurzeit als Mietschiff anbietet. Für ganze 4,49 Euro bekommt ihr das Schiff inklusive Hafenliegeplatz für 7 Tage zur Verfügung gestellt. Und damit könnt ihr sie ausgiebig testen. Wenn ihr nach den 7 Tagen sagt, ich möchte, oder während der 7 Tage sagt, ich möchte sie behalten, dann werden die 4,49 Euro mit dem restlich fälligen Betrag verrechnet. Das steht jetzt hier auch nochmal drin. Wenn euch das Schiff gefällt, hier steht's, müsst ihr nur die Differenz zwischen dem Mietpreis und seinem üblichen Preis bezahlen. Wenn nicht, verschwindet das Schiff einfach aus eurem Hafen, wenn der Mietzeitraum endet. Ihr behaltet aber den Liegeplatz. Ja, also gut, ob jetzt 4,49 Euro das wert sind, weiß ich nicht genau. Ich kann für mich sagen, dass mir die Le Terrible nach einer gewissen Eingewöhnungszeit Spaß gemacht hat. Wer sie einfach mal ausprobieren will, sehr, sehr schneller DD, aber ohne Nebel. Ja, wir haben die Le Terrible bei uns auf dem Kanal auch vorgestellt. Da kann ich euch gerne auch nochmal einen Link unten ins Video posten, damit ihr dann euch die Vorstellung angucken könnt, falls ihr das überlegt, ja, dieses Schiff euch mal auszuleihen. So, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Ihr könnt mir natürlich auch gerne dazu schreiben. Wir haben auf Facebook einen Artikel auf unserer Seite gesetzt mit dem Mietschiff. Da gibt es schon sehr viele verschiedene Meinungen. Wenn ihr eure Meinung auch drunter setzen wollt, tut das gerne bei Facebook. Ihr könnt es auch gerne hier bei YouTube unter diesem Video kommentieren, ob ihr euch sowas vorstellen könntet oder auf welches Schiff ihr warten würdet, welche man sich mal mieten kann, um einfach mal auszuprobieren, ob das möglich ist. Oder ob ihr ganz andere Vorschläge für Wargaming habt, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. So irgendwie 7 Tage oder 5 Tage Probe fahren, bevor man die Summe tatsächlich überweisen muss. Irgendwie so eine Sache. Ja, das wäre ja vielleicht auch mal möglich. Ne? Schreibt mir gerne eure Ideen unter dieses Video. Nächster Punkt sind sowjetische BBs. Ja, wir waren wieder sehr, sehr fleißig und Wargaming natürlich auch. Und die haben englische Artikel geschrieben und so wie ihr das schon kennt, das war ja in der letzten Zeit recht wenig Nachrichten rund um World of Warships, aber jetzt haben wir wieder eine ganze Menge und jetzt haben sie gleich richtig rausgeballert. Ja, die haben die technischen Daten für die World of Warships Schlachtschiffe der Sowjetunion veröffentlicht. Und zwar von T3 bis T10 hoch, inklusive dem Premium-Schlachtschiff der Lenin, die sehr ähnlich ist zur Nelson. Was auch daran liegt, dass sie indirekt miteinander verwandt sind, sozusagen. Ja, haben sie veröffentlicht. Ich gehe jetzt nicht auf alle
technischen Daten ein. Das kann ich einfach nicht in dem Format hier tun. Das würde jetzt hier echt den Rahmen sprengen. Lest euch das gerne durch. Wir haben auch Fotos zu allen Schiffen unten rangehängt. Und ja, man kann sagen, die HE-Granaten werden eine relativ große Brandwahrscheinlichkeit haben. Und die russischen Schiffe werden eine besondere Fähigkeit haben. Und darum gehe ich auch erstmal hauptsächlich auf diese Sachen hier oben ein. Hier ist nämlich T8 bis T10 dargestellt. Und ich scroll gleich nach unten. Denn das Überwachungsradar wurde in Slot 3 für sowjetische Schlachtschiffe hinzugefügt. Das heißt, sowjetische Schlachtschiffe werden ab T8 ein Überwachungsradar verfügbar haben. Und zwar eine Reichweite, und jetzt haltet euch fest, von 15 Kilometer. Scheiße, denkt sich jetzt der DD-Fahrer. Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn dieses Radar gilt nur für Schlachtschiffe und für Flugzeugträger. Und ja, es gibt dann auch noch unterschiedliche Dauer. Ne? Für T8-Schiffe 40 Sekunden, für T9-Schiffe 50 und für T10 60 Sekunden lang sind Träger oder Schlachtschiffe aufgeklärt. Und das auf 15 Kilometer weit. Und auch da wird sich natürlich in der Mechanik noch was ändern. Wir hatten das ja bei der letzten Flaschenpost schon mal angedeutet, da die Radarmechanik überarbeitet wird. Darüber reden wir gleich und dann gehen wir gleich drauf ein. Auch hier gibt es wieder Fotos dazu. Könnt ihr euch dann in Ruhe angucken. Auf unserer Facebook-Seite lade ich euch herzlich zu ein. Und wir können sehr, sehr gerne darüber diskutieren unter diesem Artikel. Was mir jetzt gerade hier nochmal auffällt, ist die Kreml T-Stufe 10. Das wird der Top-Schiff der Sowjetunion sein. 108.000 Trefferpunkte, damit mehr als der Kurfürst. Ein Kaliber ist auch größer als beim Kurfürst. Die Schussweite ist genauso weit wie beim Kurfürst. Die Brandwahrscheinlichkeit der E-Granate 48% und der Alpha-Damage mit 6600, ja, auch nicht unbedingt so zu verachten. Das passiert mir jetzt gerade beim so rüber scrollen und einfach mal durchgucken. Naja, also, das ist die Info, die ich euch jetzt erstmal schon zu den russischen Schlachtschiffen mit auf den Weg geben kann. Oder möchte, besser gesagt. Und dann kommen wir schon zu dem nächsten Punkt. Es wurde ja in der Vergangenheit jetzt schon da von Radar-Nerf und sonst was für ganz großen Geschichten geredet. Ja, es gibt eine Veränderung beim Radar, aber es gibt auch sehr, sehr viele ja, positive Sachen. Also es gibt Buffs, das ist eine Buff und ein Nerf in Kombination, wenn man dazu sagen möchte. Ich möchte das genau hier vorlesen. Die Verzögerung der Wirkung vom Überwachungsradar für Verbündete wurde hinzugefügt. Das heißt, ihr als Radarschiff drückt auf den Radar-Knopf rauf bei der Des Moines und ihr klärt 9,9, in Zukunft sogar 10 Kilometer, ein Schiff auf. Ihr seht das sofort. Es wird sofort 3D gerendert und ihr könnt sofort losballern. Auf der Minimap wird das Schiff auch sofort angezeigt. Aber alle eure Verbündeten um euch herum sehen dieses Schiff als Rendering-Modell, also in dem Moment, wo man auch erst Schaden drauf machen kann, 6 Sekunden verzögert. Das ist eigentlich das Einzige, was sich tatsächlich ändert. Und das soll eben ermöglichen, dass Schiffe, die den Nebel nutzen, um zu schießen, Minotaur, Neptune und Co. oder andere DDs, eben eine Gelegenheit haben, zumindest etwas zu kontern, indem sie ihre Breitseite aus dem Nebel, vom Feind wegbewegen und nur noch das schmale Profil zeigen, sodass der Schaden ein bisschen geringer ausfällt. So. Und dann werden natürlich Radarmechaniken überarbeitet. Aufgrund dessen, dass es eben länger dauert, bis ein Schiff für die anderen Schiffe sichtbar ist, wird die Radardauer erweitert. Ich habe hier einen kleinen Übersetzungsfehler drin, sehe ich gerade, da steht schwarz anstatt black. Das ist der Zerstörer Black, wo von 20 auf 22 Sekunden die Radardauer erhöht wird. Alle anderen Schiffe erhalten 5 Sekunden mehr Radardauer. Das ist hier Chungmu, Yuyang, Dmitri Donskoi, Kronstadt, Moskwa und Stalingrad. Bei denen wird die Dauer quasi deutlich verlängert. Also bei nur diesen, die hier aufgeführt werden, nicht bei allen anderen. Das war ein Ausdrucksfehler. Dann wird die Radarreichweite der Kreuzer standardisiert. Alle russischen Kreuzer werden in Zukunft 12 Kilometer langes Radar, also 12 Kilometer Reichweite haben und damit eben einen 300 Meter größeren Bereich, wo sie eben Schiffe aufklären können. Also Tschapajew, Dmitri Donskoi, Kronstadt, Moskwa und Stalingrad bekommen 12 Kilometer Radarreichweite. Dann bekommt der amerikanische leichte Kreuzer Cleveland, Seattle, Worcester 9 Kilometer, das bleibt unverändert und die Atlanta behält 8,5 Kilometer. Wenn ich mich recht entsinne, waren schon immer 8,5. Die Radarreichweiten für die schweren Kreuzer werden geändert. Die Baltimore gewinnt 1 Kilometer und kommt auf 10. Die Buffalo kommt auch auf 10, gewinnt 600 Meter.
Desmo gewinnt 100 Meter, Indianapolis 100 Meter, die Alaska gewinnt 600 Meter, geht auch auf 10, Salem bleibt bei 8,5 und die Wichita bleibt unverändert bei 9 Kilometer. Die britischen Kreuzer, die auch gerade haben können anstatt von Nebel, die gewinnen auch, nämlich 1 Kilometer bei der Edinburgh, 600 Meter bei der Neptune, die Minotaur gewinnt 100 Meter und die Belfast bleibt unverändert bei 8,5. So, dann gibt es Interface-Verbesserungen. Auch dazu habe ich Fotos unten rangehängt. Ihr sollt jetzt besser erkennen können, wenn ihr entdeckt seid, von was ihr entdeckt seid. Ob Hydro oder Radar wird in Zukunft unterschieden mit separaten Symbolen. Es wird auch unterschieden, ob Flugzeug oder ob ihr einfach nur so gespottet seid. Das ist ja jetzt schon möglich, aber heutzutage ist es leider noch schwer zu unterscheiden, ob es jetzt Hydro oder Radar ist. Und damit soll es in Zukunft dann ein bisschen einfacher werden. Außerdem soll ein visueller Effekt entstehen, wenn jemand eurer Verbündeten Radar startet oder eine hydrakustische Suche verwendet. Hinzu soll eine Chatnachricht, eine automatisierte Chatnachricht in den Chat kommen: Ich starte Hydro. Und wenn der geneigte Spieler dann versteht, dass das Schiff nebenan ist, dann weiß man eben, dass man selber nicht unbedingt Hydro starten muss. Das heißt, die Kommunikation wird da besser. Das nächste, was sich noch verändern wird und recht deutlich verändern wird, ist die Überflutung. Ja, ihr wisst, Wassereinbrüche bei Torpedos lästig, scheiße, um es mal ganz einfach auszudrücken. Und man in der Regel erleidet man eine Menge Schaden. Und das wird sich in Zukunft ändern. Denn, wie ihr schon mitbekommen habt, die Träger werden ja demnächst ins Spiel integriert und es wird kein Luftfahrzeug mehr Torpedos aufklären können. Kein Luftfahrzeug wird mehr Torpedos aufklären können. Das ist der aktuelle Stand der Entwicklung. Das heißt, ihr könnt nur noch durch Hydroakustik oder durch andere Schiffe, also alliierte Schiffe, Torpedos aufklären. Und ja, das ist natürlich ein Riesenbuff für DDs. Ja, und mit diesem Radar-Buff-Nerf-Kombination sozusagen, wird dem wieder ein bisschen entgegengewirkt. Also man geht jetzt ja eben weiter auf, die Radars der verschiedenen Schiffe sind länger aktiv. Aber auch der Überflutungsschaden wird sich verändern, nämlich der wird deutlich genervt, der Schaden. Also, oder für euch gesehen, wenn ihr vom Torpedo getroffen werdet und ihr Überflutung leidet, habt ihr quasi einen Buff bekommen. Denn die Überflutungsdauer ohne Modifikation wurde reduziert. Für Flugzeugträger bei 30 Sekunden, für alle anderen Klassen von 90 auf 40 Sekunden. Das heißt, ihr werdet nicht mehr so lange geflutet werden, sondern ihr werdet nur, das sind halt anderthalb Minuten waren es vorher, jetzt sind eben 40 Sekunden. So, und der Verlust der Trefferpunkte wird komplett überarbeitet. Flugzeugträger erhalten jetzt einen Schaden von 0,25% Punkte anstatt 0,667. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber das war immer pro Sekunde, wie der getickt ist, ja. Und ihr habt unten nochmal ein Beispiel, wie viel weniger Schaden jetzt gemacht wird. Ihr könnt einmal Wassereinbruch am Anfang des Schiffes haben und einmal Wassereinbruch am Ende des Schiffes. Mehr ist nicht möglich. Und bei Schlachtschiffen sind es 0,5% Punkte statt 0,667. Das gilt für alle Schlachtschiffe, für die Kronstadt, für die Stalingrad, Azuma und für den Alaska-Kreuzer. Dann haben wir die anderen standardisierten Kreuzer, also, keine Ahnung, zum Beispiel die Buffalo oder so, die haben dann nicht mehr 0,667, sondern 0,25, genauso wie bei Zerstörern. Und die Graf Spee ist da nochmal eine Sonderposition, die hat 0,375 Damage Prozent pro Sekunde. Ja? Der Schaden, wenn ihr Flutungen habt, wird sich auf die Motorleistung auswirken. Denn Schiffe werden vorwärts 30% langsamer beschleunigen und 30% auch langsamer fahren und rückwärts 60% langsamer fahren und auch langsamer beschleunigen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Conqueror fahrt, ja, den kann ich ganz gut einschätzen, und wird von einem Torpedo getroffen im Bug, dann war die Überflutung vor der Überarbeitung ein Schaden, wenn er nicht repariert wird, von 49.800 Punkten. Jetzt gibt es eben eine neue Flutungsmechanik, die viel weniger Schaden verursacht, denn wenn ihr eine Flutung habt, dann bekommt ihr nur noch 16.600 Schaden. Und wenn da zwei Flutungen existieren in dem Schiff, dann eben 33.000 Schaden, was immer noch weniger ist als vorher. Das heißt, wie deutlich die Schadensverringerung ist, die eine Flutung bei euch auf dem Schiff machen kann. Auch bei Kreuzern oder Zerstörern gibt es da eine Änderung, denn zum Beispiel bei der Kagero waren es vorher eben 9.000 Schadenspunkte Flutung und jetzt werdet in Zukunft nur noch 1.500 Schadenspunkte an Flutung kassieren. Und hier kann man sich dann das nochmal angucken.
wie das aussieht mit den verschiedenen Entdeckungssymbolen sozusagen. Und hier haben wir dann jetzt Radarentdeckung und hier haben wir dann hydroakustische Entdeckung. Ja, und dann gibt es hier nochmal den Post zu sehen. Ja, wenn ihr Hydro benutzt oder Radar startet, dann steht da eben was im Chat. Hier noch auf Russisch. Das wird dann natürlich nach der Übersetzung auch in der jeweiligen Sprache von euch angezeigt, die ihr eingestellt habt. So, und dann haben wir das Thema mit der Radargeschichte eben auch schon. Die Flutungsgeschichte hatte ich eben jetzt gerade schon mitgemacht, darum überspringe ich die ganz kurz. Und jetzt kommen wir zum Cross-Realm, wie auch immer man das aussprechen möchte. Es geht nämlich weiter. Serverübergreifendes Matchmaking für Clangefechte. Das war ja schon mal Thema im letzten Jahr, hat ja dann nicht so ganz gut funktioniert. Und jetzt haben sie daran gearbeitet und wird demnächst wieder einen neuen Test geben. Das kann man schon mal so mitnehmen. Das nächste, was kommt, es gibt permanente Tarnung. Und zwar die Blyska Wiska und für die Implacable, die britischer Träger. Da wurden jetzt neue Tarnungen hinzugefügt. Der Londoner Hafen wird überarbeitet werden. Ich versuche das hier mal schnell. Das hier ist die Implacable Tarnung. Und hier ist die Blyska Wiska in der neuen Tarnung. Und dann haben wir den Londoner Hafen, der jetzt wieder hell wird und ein bisschen weniger neblig und so weiter. Ja, haben wir hier nochmal ein Foto. Dann gibt es einen Aufnäher zur Befreiung. Und der St. Petersburg-Hafen wird auch überarbeitet von der Dekoration. Und außerdem wird diese Karte überarbeitet. Da werden jetzt hier zum Beispiel in der Mitte Inselveränderungen herbeigeführt. Auch hier werden die ganzen Inseln um den Cap neu angeordnet. Auch hier unten, ja, werden die ganzen Inseln neu angeordnet. Das ist jetzt aktuell im Supertest. Das kann man noch dazu sagen. Der nächste Punkt, den wir dann hier haben, ist neue Sammlung, neue Luftversorgungscontainer und so weiter und so fort. Da geht es dann hier weiter. Also, es wird eine neue Sammlung geben. Das Arsenal und neue Container, die werden alle überarbeitet. Also, eine Sammlung für die Marinefliegerei wird eingeführt. Die besteht aus 4 Seiten und jede Seite hat eben 4 Artikel, die gesammelt werden müssen. Und da geht es dann halt geht es um Flugzeuge, ja, Einweiser und Trägerembleme und so weiter. Ja, dann gibt es im Arsenal 2 neue temporäre Ressourcen und zwar Kronen und Florins, ja. Das ist, sind sozusagen, da wird eine separate, wie auch in der Vergangenheit schon, ein neuer Bereich geschaffen, wo dann bestimmte Belohnungen dafür zu bekommen sind. Nämlich zum Beispiel Signale, Tarnung, Kriegsschiffe, Premium-Account und britische Träger. Und da macht's Kling bei euch, denke ich. Britische Träger der Tierstufe 4, 6 und 8. Dafür kann man nämlich diese Währungen eintauschen. Kronen kann man mit dem Update 081 erhalten und für die Missionen Flieg, Schlag zu und Gewinne. Ja, das ist ein Feldzug sozusagen, der da eingeführt wird. Und wenn man dafür Sachen erfüllt, dann bekommt man eben solche Währungen. Und damit bekommt man dann Florins für Missionen aus den Luftversorgungsgeschichten. Das ist so ein bisschen, jetzt alles so ein bisschen komisch geschrieben. Du kannst Kronen im Update 081 erhalten, um Missionen und Anweisungen, also Direktiven, des Flieg, Schlag zu, Gewinne und Florins für Missionen aus den Luftversorgungscontainern erhalten. Luftversorgungscontainer sind halt auch jetzt neue Container, die ihr dann dafür bekommt, wenn ihr Direktiven und so weiter erfüllt. Daraus kommen dann eben diese Mini-Währung an Florins. Beide Ressourcen sind temporär und notwendig, um britische CV-Pakete im Arsenal zu erhalten. Beide Ressourcen werden im Arsenal mindestens bis Patch 8.2 erhalten bleiben und so lange könnt ihr dafür eben eintauschen. Dann gibt es eben, wie gesagt, neue Container, Standard- und Premium-Container. Da drinnen können sein Signale, Tarnungen, dann eben die genannten Florins und Gegenstände aus der Kollektion Marinefliegerei natürlich. Ja, außerdem gibt es die Chance, dass in diesem Container drin ist, eines der britischen Schiffe wie folgt: Edinburgh, Tier 8 Kreuzer, Hood, die Tier 7 Schlachter oder Schlachtkreuzer, Duke of York, T7 Schlachtschiff und die Vanguard, T8 Schlachtschiff.
Und auch, wie gesagt, wie hatte ich schon gesagt, diese Container könnt ihr durch Erfüllung von Missionen von Flieg, Schlag zu und Gewinne aus den Direktiven erhalten. Außerdem wird ein Button hinzugefügt, den viele von euch da draußen wahrscheinlich schon vermissen. Ihr könnt nämlich in Zukunft alle Container, die ihr gesammelt habt, mit einem Schlag aufmachen, anstatt die Container nacheinander zu öffnen. Auch hier möchte ich euch natürlich ganz kurz nochmal die Fotos zeigen. Hier seht ihr einen Teil der Sammlung, ja, Einweisungen und Flugzeuge, auch nochmal groß. Dann gibt es hier diese Luftversorgungscontainer, die gibt es natürlich auch in Premium. Also, das heißt, wenn ihr Glück habt, dann könnt ihr sie bei uns auch noch bekommen. Ja, zum Beispiel in einem Stream, wo wir immer mal ganz gerne ein oder zwei Container mal verlosen. Von daher immer schön aufmerksam bleiben und dann habt ihr vielleicht die Chance und könnt daraus ein Schiff ziehen, was ihr vielleicht noch nicht habt. So, und dann kommen wir zu dem letzten Thema zu dieser Flaschenpost. Und ich bin erstaunt, dass wir erst 25 Minuten rum haben. Ich bin es jetzt auch ein bisschen schnell durchgegangen. Ich hoffe, das ist für euch soweit in Ordnung gewesen. Das ist ja ein kompaktes Format. Ich kann hier nicht immer ganz ausführlich auf alle Sachen eingehen. Aber ich möchte euch was zeigen. Und zwar, kennt ihr noch das Versorgungslinien-Event von Oktober oder September letzten Jahr? Da war es ja möglich, dass man mit einem Clan oder mit seinem Clan sich mit einem anderen Clan messen konnte. Da ging es dann darum, für bestimmte Schiffskategorien bestimmte Schadenswerte zu erreichen. Dafür bekam man einen Stern. Derjenige, der am meisten Sterne gesammelt hat, sozusagen, der Clan hat gewonnen. Ja, und die waren halt so angelegt, dass man sich immer weiter gesteigert hat. Erst waren 10.000 Schaden, dann waren es 20, dann waren es 25, dann waren es 30 und so weiter und so weiter. Und jedes Mal, wenn das Ziel übertroffen wurde, dann hat man einen Stern bekommen. Jetzt wird das alles hier Geplänkel genannt oder eben Seeschlacht, weil auf dem Testserver ist das noch nicht so ganz eindeutig. Es wird keine Primetime geben, das kann man also spielen, wann man will. Sie können jedes erforschbare Schiff benutzen. Es können Clans jeglichen Aktivitätsniveaus teilnehmen und Belohnung erhalten. Wie geht das ab? Ja, es gibt eine Vorbereitungsphase. Der Clanführer oder dessen Stellvertreter drückt hier auf den Button, nehmen Sie teil. Und kann dann, Entschuldigung, hier noch den Haken setzen, wöchentlich teilnehmen. Das ist dann so eine Art Dauerauftrag. Und ihr seid dann in einer Vorbereitung. Ihr bekommt dann einen Auftrag als Clan und müsst eine bestimmte Sache durchführen, was auch immer es dann sein wird. Und ja, für das Abschließen des Auftrags erhält der Clan außerdem eine Belohnung. Sie können die Vorbereitungsphase an jedem beliebigen Tag vor Beginn der Kampfhandlung initiieren. Ja, wenn man den Auftrag erfolgreich abschließt, ist man dann für die Kampfhandlungen zugelassen. An den Kampfhandlungen nehmen Clans aus verschiedenen Teilen der Welt teil. Die Kampfhandlungen finden nach der Vorbereitungsphase statt und dauern 3 Tage, nämlich von Freitag bis Sonntagabend oder bis Montag früh. Ja, am Anfang dieser Phase werden wir als ihren Gegner einen Clan auswählen, der ein ähnliches Aktivitätsniveau hat wie sie selbst. Wie läuft das jetzt genau ab? Die Seeschlacht ist ein neuer Clan-Wettbewerb, der wöchentlich stattfindet und aus mehreren Phasen besteht. Der erste Teil hier ist die Vorbereitungsphase. In der Zeit habt ihr Zeit, diese Vorbereitungsaufgabe zu erfüllen. In dem Teil hier hinten wird der Gegner gesucht und ab Freitagabend bis Sonntagabend finden dann die Kampfhandlungen statt, wo ihr euch mit ihnen messen müsst. Der Clan-Kommandant oder der stellvertretende Kommandant kann den Clan zum Wettbewerb anmelden, das habe ich bereits gesagt. Um sich zu beweisen, um das Anrecht zu haben, gegen andere Clans antreten zu müssen, muss ihr Clan einen Gefechtsauftrag abschließen, indem er eine bestimmte Menge Base-XP verdienen muss. Die jeweiligen Auftragsbedingungen hängen von der Gesamtgröße des Clans ab. Der Auftrag kann von Montag bis Donnerstag abgeschlossen werden und der maximale Beitrag eines Spielers ist begrenzt. Daher ist es umso einfacher, das gemeinsame Ziel zu erreichen, umso mehr Spieler aktiv teilnehmen. Durch das Abschließen der Vorbereitungsphase, wodurch das Anrecht zur Teilnahme an Kampfhandlungen entsteht, gibt es 800 Öl auf das Clan-Konto. 800 Öl ist eine ganze Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Dann kann man hier auch sehen, verdienen Sie 100.000 EP in Zufall, Koop oder gewerteten Gefechten. Und wenn das Ding voll ist, die Vorbereitungsphase, dann seid ihr qualifiziert, am Wochenende in der Kampfphase teilzunehmen. Jetzt war es so, bei dem letzten Versorgungslinie-Event musste man gewisse Schadenslevel erfüllen. Also mit Panasen und Zerstörern als Beispiel jetzt
30.000 Schaden verursachen in einer Runde. Und danach dann eben 40.000 und so weiter. Das führte aber zu folgendem. Ja, dass viele Spieler nur noch darauf erpicht waren, ihren Schaden zu machen, egal ob gewonnen oder verloren wird, weil Niederlage oder Sieg sorgt hier nicht, ist hier nicht entscheidend, sondern halt nur die Schadenzahl. In Zukunft, also bei dem neuen Event, wird es eben so sein, dass es eben hier diese ganzen Kategorien gibt, für die Schiffe, die in dem Spiel jeweils verfügbar sind. Und dann müsst ihr EP verdienen. EP verdienen ist aber ganz anders, als Schaden zu machen. Ne? Das heißt, ihr müsst eine möglichst gute Runde zusammenfahren. Und ja, ihr müsst hier mit dem Panasien als erste Stufe 300 Base XP. Sind das Base XP? Jeder Spieler hat eine bestimmte Anzahl von Versuchen, um EP-Vorgaben zu schaffen. Um mit den Aufträgen zu beginnen, navigieren Sie zum Reiter-Clan, zum Seeschlachtabschnitt und drücken Sie auf die entsprechende Schaltfläche aktiviert. Und schon geht die ganze Geschichte los. Ich denke mal, es geht genau um Base XP. Hier steht es auch. Ja, also nicht um irgendwelche EP, die geboostet werden durch irgendwelche Tarnungen oder Signale, sondern es geht rein um die Base XP, die in der Tabelle stehen, wenn ihr mit dem Gefecht fertig seid. Und so geht das halt für alle EP-Ecken hier sozusagen, für die Deutschen, für die Briten und so weiter und so weiter. Immer wenn ihr diesen Base-XP-Stand erreicht, bekommt ihr dafür sozusagen einen Stern gutgeschrieben. Und der Clan, der am Sonntagabend die meisten Sterne gutgeschrieben bekommen hat, bekommt einen weiteren Bonus. Nämlich, der Clan erhält bis zu 800 Öl für die Vorbereitungsphase. Nochmals on top 700 Öl für den Sieg über den Gegner. Also könnt ihr in einer Woche 1500 Öl on top verdienen. Für ein Unentschieden gibt es dann 400 Öl, für eine Niederlage 300 Öl. Also die 800 bekommt ihr ja immer, aber dann habt ihr eben entweder 1500, 1200 oder 1100 Öl verdient. Wenn ihr darüber hinaus noch eine Menge Sterne verdient habt, bekommt ihr pro 10 Sterne nochmals 100 Öl. Also das ist dann halt, wenn ihr 90 Sterne oder 10 Sterne, nee, 100 Sterne verdient habt, sind es nochmal 1000 Öl, die ihr dann da aufs Clan-Konto mitbekommt. So, ich denke, das ist eine sehr interessante Vorschau zur Seeschlacht, die in Zukunft in World of Warships möglich sein wird und die wird jede Woche möglich sein. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die nur im Februar läuft oder so, sondern so wie ich das jetzt hier verstehe, ist es so, dass in Zukunft die Sache ja permanent verfügbar ist für Clan-Kommandanten und Stellvertreter des Clans, die sich da einschreiben können, um einfach ein bisschen Öl zusammenzufahren. So, und jetzt sind wir durch mit der Flaschenpost. Jetzt sind dann doch nur 32 Minuten 50 Sekunden. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt wieder ein bisschen einen Anreiz geben, nochmal vielleicht die ein oder andere Sache abzuprüfen, sich selber durchzulesen und euch eine Menge Informationen zu bieten. Eine Sache möchte ich noch sagen, wenn jetzt hier Trägerinformationen gefehlt haben, für die ganzen Nachrichten, die in den letzten Tagen auf dem Portal kamen, es werden noch Videos folgen. Und zwar werden wir noch auf alle Artikel, die jetzt zu den Trägern auf der Wargaming-Seite veröffentlicht wurden, werden wir noch separate Videos machen und euch pro Video dann halt werden wir genau darauf eingehen. Also pro Artikel machen wir eine Sonderausgabe an der Flaschenpost. Die erste Ausgabe, Sonderausgabe ist schon da. Da geht es halt hauptsächlich um das Gameplay, Teil 1. Und in Zukunft werden wir uns dann halt nochmal um die Ausrüstbarkeit der Träger kümmern und dann angelehnt an die dritte Ausgabe, die heute erschienen ist als Artikel, werden wir uns dann halt auch um die Ökonomie der ganzen Sachen kümmern. Also, ich hoffe, ihr hattet jetzt eine Menge Spaß, hattet eine Menge Informationen, die ihr vielleicht so noch nicht hattet. Und wenn dem so ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Gerne auch abonnieren, wäre ich sehr, sehr dankbar für. Und vor allen Dingen zahlreich kommentieren. Ich würde gerne eure Meinung zu den ganzen Sachen wissen. Ihr könnt mir auch gerne eine Kritik da lassen, ob positiv oder negativ. Hauptsache konstruktiv, das ist das Entscheidende. Und ja, wie ihr das Video findet, fehlen euch Informationen zum Beispiel, bin ich auf irgendwas nicht richtig eingegangen, was euch möglicherweise fehlt, dann einfach unten in die Kommentare rein, gehe ich dann vielleicht im nächsten Video drauf ein, je nachdem, wie ihr mir das dann oder was ihr mir dann da so schreibt. Weiterempfehlungen können wir auch immer gut gebrauchen, also wenn es euch gefällt, erzählt es weiter, erzählt es euren Freunden, euren Mitstreitern im Clan vielleicht, dass wir hier ein Informationsformat für euch hier bereithalten und auch immer wieder aktualisieren.
Würde mich, wie gesagt, sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch jetzt einen guten Start ins Wochenende. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Seekrauts-Kanal. Bis dahin, euer Seekrauts-Team, euer Marara. Ciao, ciao.